Der großartigste Raum des Innern ist der Heidensaal im hinteren Trakt. Carlone schuf ihn als großes Fest- und Repräsentationszentrum des Schlosses. Die Deckenfresken von Carpoforo Dencala entstanden zwischen 1665 und 1670 und stellen Szenen aus dem Roman Amor und Psyche des Apuleius dar. Der Saal wird ganzjährig als Konzertsaal genutzt. In der mittelalterlichen Burg befand sich hier der Rittersaal.